Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Idle Champions of the Forgotten Realms Tutorial-Reihe. Wir kümmern uns heute mal kurz und knackig um das Thema Gems. Wo kriegt man die her und wofür gibt man die sinnvollerweise aus? Vorweg sei aber gesagt, ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, Gems sinnvoll auszugeben. Letztendlich ist es aber komplett euch überlassen, was ihr mit euren Gems macht. Auch ich habe mich nicht 100% an das gehalten, was ich jetzt in diesem Video raten werde. Von daher nehmt es nicht zu ernst. Hauptsache, ihr habt Spaß am Spiel. Das ist wirklich das Wichtigste. So, Thema Gems. Wir kümmern uns erstmal, beziehungsweise wir gucken erstmal, wo kriegt man das Ganze her. Gems droppen von Bossen. Und zwar jedes Mal, wenn man das erste Mal in einem Run einen Boss besiegt, so wie jetzt gleich. Passenderweise, da kommt nämlich so ein Säcklein angehüpft und da sind Gems drin, passenderweise gerade auch noch eine Kiste. Jedes Mal, wenn man einen Boss das erste Mal in einem Run besiegt, droppen diese Gems. Und zwar 4 bis 9 mit einer Chance, dass das verdreifacht wird. Es bringt aber, wie vielleicht aus der Formulierung schon zu vermuten, nichts, jetzt einen Boss irgendwie stundenlang zu farmen, also auf Area 5 oder 10 meinetwegen, sondern die droppen wirklich nur das erste Mal im Run was und dann erst wieder, wenn man das nächste Mal, also wenn man einen neuen Run startet. Zu diesen Drops gibt es noch ein Blessing, was das Ganze verbessert, nämlich direkt in der ersten Kampagne bei Torm's Favor. Das zweite Global Blessing, Gem Hunter, heißt es passenderweise. Gems dropped by Bosses plus one over all campaigns. Heißt, sämtliche Bossgegner droppen einen Gem mehr. Klingt erstmal nicht nach viel, aber in der Masse macht es schon einiges aus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mitzunehmen. Abgesehen davon, und das sollte eigentlich auch allen bewusst sein, gibt es die Möglichkeit, Gems aus Adventures und Variants zu bekommen. Und da bekommt man immer exakt doppelt so viele, je nachdem wie viele Areas man laufen muss. Also wenn man bis Area 200 gehen muss, kriegt man 400 Gems, als Beispiel. Abgesehen davon gibt es Gems ab und an noch in Wild Offers. Ich habe ja passenderweise gerade eine. Hier sind jetzt so 5000 Gems mit bei. Dazu sei gesagt, es gibt definitiv Wild Offers, die ihr Geld wert sind, beziehungsweise allgemein Angebote im Shop, die ihr Geld wert sind. Das liegt aber nie an den Gems. Also Gems sind bei Wild Offers oder allgemein bei Angeboten immer so ein nettes Beiwerk. Ich würde für ein Angebot nie echt Geld ausgeben, nur für die Gems, die da drin sind. Also 5000 Gems kann man gerade im späteren Spielverlauf so schnell selber farmen. Also es lohnt einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht, für Gems in irgendeiner Form echt Geld auszugeben. Aber im Zweifelsfall ist auch das euch überlassen, nur meine Meinung dazu. Ja, nachdem wir wissen, woher man Gems bekommen kann, was kann man für Gems bekommen? Was kann man damit kaufen? Allen voran erstmal eine Handvoll Familias, also nicht sämtliche Familias im Spiel, aber definitiv einige, und das ist auch das, was ich euch am Anfang definitiv raten würde. Gerade weil der erste Familia, also die Magehand hier, die blaue Hand, die kostet nur 250 Gems. Die hat man selbst am ersten Spieltag so schnell zusammen, dass man sich die auf jeden Fall mitnehmen sollte. Die weiteren Familias kosten dann schon im fünfstelligen Bereich, also es geht bei 10.000 los. Und es gibt Familias, die habe selbst ich nach rund 5 Monaten Spielzeit noch nicht geholt. Falscher Button, da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Es gibt nämlich auch durchaus welche, die dann einfach mal 150 oder 200.000 Gems kosten. Und das war selbst mir bislang zu teuer, zumindest Gems-mäßig. Ich habe dann lieber mal bei den Wild Offers zugeschlagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, neben den Familias kann man natürlich auch noch Kisten kaufen. Dazu gehen wir mal kurz in den Shop und auf die Gem-Items, nämlich Silver- und Gold-Chests. Und hier sehen wir auch die beiden verbleibenden Familias bei mir nochmal. Überhaupt ist in den Shop zu gehen und auf Gem-Items zu gehen eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal einen Überblick zu bekommen, was man so für Gems kriegt. Neben den erwähnten Familias und den Kisten bekommt man noch haufenweise Skins. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht einen Skin für Gems gekauft, weil die einfach
spielmäßig überhaupt nicht relevant sind. Also das werde ich irgendwann machen. Es gibt definitiv ein paar Skins, die ich hier ganz cool finde, aber ich habe im Moment einfach sinnvollere Verwendungszwecke für meine Gems. Und gerade am Anfang würde ich euch raten, gebt eure Gems nicht für Skins aus. Die bringen euch im Spiel nämlich nicht weiter. Was euch im Spiel prinzipiell weiterbringt, aber auch für den Anfang nicht wahnsinnig wichtig ist, sind die sogenannten Feats. Jeder Champion hat Feats, das sind so kleine Verbesserungen. Und die kann man unter anderem, zumindest ein paar davon, auch für Gems kaufen, liegen so zwischen 12.500 und 50.000 Gems. Die Verbesserungen, die durch die Feats kommen, sind aber so marginal, also so geringfügig, dass ich gerade am Anfang da keine Gems für ausgeben würde. Im späteren Spielverlauf kann man da mal drüber nachdenken. Aber es gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ wenig Feats, die wirklich wichtig sind. Und die meisten wichtigen kriegt man auch nicht gegen Gems, sondern die droppen zufällig aus Kisten. Also von daher, wenn ihr neu im Spiel seid, macht so einen kleinen Haken dran. Ah ja, okay, ich kann Feats für Gems kaufen, ist aber gerade nicht wichtig. Und zu guter Letzt gibt es noch das Thema Modron Automation. Das hat ein eigenes Video, da werde ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Da sei nur gesagt, es gibt einen zweiten Core oder die Möglichkeit, die zweite Party zu automatisieren. Dieser zweite Modron Core kostet mal eben 500.000 Gems. Das ist bislang zumindest das gem-technisch teuerste Item, nenne ich es mal, im Spiel. So, nachdem wir den Überblick haben, für was man Gems ausgeben kann, in welcher Reihenfolge würde ich das sinnvollerweise machen? Wie eben schon erwähnt, ich würde auf jeden Fall als erstes die Mage Hand holen. Für 250 Gems ist das quasi geschenkt und gerade am Anfang ist, selbst wenn es nur ein Familiar ist, ist eine super Erleichterung im Spiel. Es hilft euch echt richtig viel. Tendenziell würde ich sogar nicht nur einen, sondern mindestens drei Familiars holen. Das sind dann insgesamt schon 40.250 Gems, die ihr ausgeben müsst. Weil der zweite und dritte Familiar kosten halt schon 10 bzw. 30.000. Da muss man eine Weile für sparen, aber gerade drei Familiars im Feld zu haben, ist am Anfang schon echt netter Speedzuwachs oder man teilt es eben auf. Ein Familiar im Feld, einen auf den Klickschaden und einen auf den Main DPS. Also mit drei Familiars ist einem echt schon ganz gut geholfen. Dann würde ich dazu übergehen, Kisten zu kaufen. Und zwar, und das ist jetzt auch die kleine Änderung zu dem ursprünglichen Video, was ich immer aufgenommen habe, dann würde ich nämlich tatsächlich direkt die Gold Chests kaufen und das liegt ganz einfach daran. Alternativ könnte man Silver Chests kaufen, die sind halt deutlich günstiger. Aber es gibt inzwischen von sämtlichen Streams, die so laufen, also wo man halt immer Codes hinterhergeschmissen bekommt, die sogenannten Electrum Chests. Das sind diese hier. Und die sehen zwar fancy aus, sind aber letztendlich nicht viel anders als Silver Chests. Also die enthalten ein bisschen andere Sachen, haben aber auch immer fest einen Gegenstand mit drin und der Gegenstand hat oder ein Item für Champions und das Item ist halt zufällig von Common bis Rare von der Seltenheit her, also genau wie die Silver Chests. Von daher würde ich, weil man die Electrum Chests eben relativ häufig kriegt, also wenn man sämtliche Codes von Streams und so weiter mitnimmt, bekommt man schon, keine Ahnung, 4 bis 5 pro Tag auf jeden Fall davon. Das sind auf jeden Fall 4 bis 5 Items am Tag, die man bekommt. Das ist am Anfang definitiv ganz nett. Und die Silver Chests droppen jetzt auch gar nicht so selten. Also selbst das geht einigermaßen. Von daher würde ich definitiv dann die Gold Chests kaufen, um zu sagen, hey, da ist episches Equipment oder kann episches Equipment mit drin sein und gerade episches Equipment pusht die Champions dann doch, je nachdem welches Item man zieht, dann doch nochmal ein klein bisschen, von daher ist es nicht verkehrt. Ist aber wie gesagt komplett euch überlassen, wenn ihr sagt, ich kaufe lieber erstmal die Silver Chests, bis ich mindestens in jedem Slot von einem Champion, also
mindestens ein Item habe, also bis jeder Champion mindestens 6 Items hat, ist das ein total fairer Deal, könnt ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr dann sagen wollt, ah, ich finde das Equipment erstmal gar nicht so wichtig, ich will direkt auf den zweiten Core sparen, auch ein fairer Punkt. Das ist auch eine Sache, die ich relativ zeitig im Spiel gemacht habe. Ich habe am Anfang, glaube ich, ein paar Kisten gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr welche. Ich glaube tatsächlich am ehesten Gold Chests. Habe aber sehr, sehr früh oder verhältnismäßig früh im Spiel angefangen, auf den zweiten Modron Core zu sparen, weil der eben 500.000 Gems kostet. Und da spart man halt schon mal etliche Wochen, wenn nicht Monate dran. Kommt halt drauf an, wie viel das Spiel pro Tag so läuft. Also selbst wenn es viel läuft, ist 2 Monate durchaus realistisch. Von daher kann man das durchaus in Betracht ziehen. Ja, also vielleicht nochmal ganz fix zusammengefasst. Gems kriegt man gerade am Anfang am ehesten von Variants und Adventures. Ansonsten eben auch in Freeplays von den normalen Bossen. Das als Wild Offers kann man eigentlich getrost knicken. Dafür kauft ihr sinnigsterweise am Anfang Familias, solange bis ihr mit eurer Familia-Situation glücklich seid. Vielleicht sagt ihr auch, ich will 5 Familias haben und spare erstmal auf die nächst teureren Familias dann. Also den für 50 und 70.000, in den Schritten geht es dann weiter. Auch ein fairer Punkt. Alternativ Kisten kaufen. Ansonsten gäbe es eben die Möglichkeit, erstmal auf den zweiten Core zu sparen oder eventuell doch schon das ein oder andere Feed irgendwie zu holen. Aber das würde ich, also ich glaube, auf Feeds würde ich wirklich erst gehen, wenn ihr den dritten Patron freigespielt habt, Strahd. Weil da sind hier und da doch mal Feeds mit dabei, die dann nützlich sein können. Das sind aber auch echt wenige, die man dafür Gems holen kann. Also ich würde wirklich von der Reihenfolge her sagen, Familias, bis ihr mit eurer Familiasituation glücklich seid, dann Kisten, dann auf den zweiten Core sparen. Und Kisten eben auch, soweit bis ihr damit glücklich seid. Punkt. Ja, das war's zum Thema Gems. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein bisschen weiterhelfen. Und hoffe, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, habt noch einen angenehmen Tag und macht's gut, haut rein und tschüss.